Kürzlich wurde ich in einem ganz normalen Gespräch an einen Satz erinnert, von dem ich wusste, dass ich ihn in der Bibel schon gelesen hatte. Ich machte mich auf die Suche und ich stellte fest, dass dieser Satz gesprochen wurde bei dem ersten Wunder, das Jesus getan hatte. Maria hatte diesen Satz gesagt zu den Dienern bei dem Hochzeitsfest. Was er euch sagt, das tut. Viele Menschen haben damit zu kämpfen, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Viele Menschen stecken in Situationen fest, die wirklich auch schwierig sind. Oft sind es aber auch Situationen, in die sie hineingeraten sind durch eigenes falsches Denken, durch negative Worte, die sie ausgesprochen haben, durch falsche Entscheidungen. Eigene Entscheidungen, aber vielleicht auch Entscheidungen anderer Menschen. Und die Situation steckt fest und sie sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was er euch sagt, das tut. Das ist das, was Maria im Glauben an Jesus ausgesprochen hatte, dass er das Wunder tun würde. Was er euch sagt, das tut. Und das ist ein Satz, der heute in deiner Situation eine Veränderung hervorbringen kann. Es ist vielleicht nötig, dass du dich zurückziehst, deine Situation einfach ganz neu vor Gott ausbreitest und die Bereitschaft im Herzen hast, wirklich zu hören, was er sagt. Oft ist es so, dass der Heilige Geist bereits gesprochen hat. Viele Menschen wissen, dass der Heilige Geist schon öfter in ihre Situation über eine Veränderung gesprochen hat. Aber sie haben es dann wieder zurückgedrängt. Vielleicht haben es die Situationen wieder erstickt, was der Heilige Geist gesagt hatte. Viele Menschen wollen auch eine Instant-Lösung. Ein Gebet. Ein Gebet von jemand anderem. Irgendeine Öffnung, die diese Situation, in der sie feststecken, schlagartig verändert. Aber sie wollen nicht wirklich danach in diesen Veränderungsprozess hineingehen, mit dem Herrn da reingehen und weiterkommen mit dem Herrn, weil sie diese Veränderung eigentlich nicht möchten. Sie möchten jetzt gleich aus dieser schrecklichen Situation raus, aber sonst nichts weiter tun. Was er euch sagt, das tut. Darin liegt eine Aufforderung und einfach ein fester Glaube, dass Jesus diese Situation, die so brenzlig war, verändern kann. Der Heilige Geist möchte vielleicht heute zu dir sprechen, dass du hörst, was er dir sagt. Und dann musst du es tun, in die Tat umsetzen. Und ich wünsche dir, dass du diesen Freiraum dir nimmst, im Wort Gottes zu lesen, durch die Predigt zu hören, einfach mit dem inneren Herzen, mit dem inneren Menschen zu hören, was er dir sagt. Und ich wünsche dir, dass du die Bereitschaft hast, das auch zu tun. Was er dir sagt, das tue. Ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.